Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar muss ich ein wenig herausfinden, wie gut ich eigentlich darin bin, andere Leute beim Lügen zu ertappen. Tobi und Judith sind hier und eigentlich wollten wir das Format mit ein paar anderen YouTubern drehen. Das Ding ist aber, die sind alle so besorgt oder irgendwie faul, dass es einfach nicht möglich ist, morgens um 10, 11 oder sowas einen Drehtermin zu bekommen. Also machen wir es wie immer selber. Es geht darum, quasi herauszufinden, ob Tobi mir gerade eine Story erzählt, die gelogen ist oder nicht. Ich darf ein paar Zwischenfragen stellen. Tobi darf die Fragen allerdings nur mit Ja oder Nein beantworten. Also dürfen nur Ja oder Nein Fragen sein. Und ich muss quasi ein Stück weit herausfinden, ob diese Geschichte von Tobi, die er mir erzählt, erlogen ist oder nicht. Soll ich es schaffen, hier Tobi beim Lügen zu erwischen, gibt es wie immer, Tobi, eine Gehaltskürzung. Kündigung ist es, das Wort. Das Wort ist Kündigung. Okay. Nee, bei Gehaltskürzung habe ich ja schon genug, oder? Ja, richtig, genau. So, okay, ich würde sagen, wir fangen an. Format ist relativ simpel und erklärt. Ich würde sagen, let's go. Ich mag ein Tellerbrot. Finde ich lecker. Finde ich cool. Jetzt habe ich Spaß, okay. Also pass auf, ich habe 3 Stories. Mhm. Die müssen aber nicht alle wahr sein. Die müssen nicht alle gelogen sein. Ja, das ist das Format. Ja, aber es ist nicht eine wahr und nicht 2 gelogen. Es ist nicht 2 wahr. Aber es können auch alle 3 wahr sein. Es können alle 3 wahr sein. Oder alle 3 gelogen sein. Oder alle 3 gelogen sein. Okay, die erste Story, als ich bei dir vor 1,5 Jahren angefangen habe, ja. Da war ich voll neu in dem Gebiet, so ein bisschen so, auch im Büro und so, ja. Auch in Köln allgemein, ja. Und da habe ich gesehen, dass Autogrammkarten von dir auf eBay verkauft werden für 10 Euro oder so. Ja. Und da habe ich mir Autogrammkarten von da vorne genommen, aha, und habe die auch auf eBay gestellt, ohne, natürlich ohne dein Wissen. Aha. Weil ich war ja komplett neu, ich wusste noch gar nicht, was abgeht und so. Und waren die schon unterschrieben? Ja. Die waren alle unterschrieben? Das waren 5 Stück. 5 Stück. Und wie viel hast du damit gemacht? Also 50 Euro. Okay, 50 Euro hast du damit gemacht. Und hast du die innerhalb von Deutschland verkauft? Ja. Und hat es keiner im Büro mitbekommen? Niemand hat gefragt, warum nimmst du dir die oder so? Also wenn ich mal allein war, dann habe ich halt die Sinne da vorne in diesem Aufsteller. Die sind da alle schon vor unterschrieben. Boah. Und das war zu Anfang, als du hier angefangen hast, so letztes Jahr ungefähr, gehabt, so. Ja. Also im Januar war ich ja als erstes. Oh ja, okay, also es war im Januar. Ich war schon vorher im Büro manchmal. Aha, aha. Aber im Januar habe ich dann. Du kriegst dich hier gerade in so ein kleines Netz, merke ich gerade so. Stimmt nicht alles so ganz, was du erzählst. Warum? Ich habe doch im Januar hier angefangen. Sag ich mal, ne? Da habe ich nämlich gar nicht hier. Hier, Tobi. Nein, also ich glaube, das ist safe gelogen. Das ist absolut gelogen, weil ich würde dir nicht zutrauen, dass du sowas machst. Richtig, ja. Oh, Junge, Alter. Digga, stell dir mal vor, Bro. Deine Ehre wäre. Ich habe Akani aber verkauft. Das nehmen wir natürlich. Das ist nicht Akani. Das ist ein Peter. Das ist ein Mittelspitz. Soll ich dir mal was sagen? Ich höre auf Peter. Toni! Toni, guck mal! Oi, Toni, bist ein Feiner, ne? Der ist 6 Jahre, kommt aus Rumänien. Alles und Akani ist 2. Super, das ist in Rumänien. Alles klar, Julius ist dran. Alright, Julius, stell dich kurz vor. Meine Storys sind so uncool. Julius, stell dich kurz vor. Meine war cool, ne? Julius, stell dich doch, Julius, stell dich doch kurz vor. Ja, ich bin Toni. Moment mal, du bist. Oh oh. Wir drehen gerade. Oh, oh, oh mein Gott! Ich hole deswegen dir gegen die Scheibe gelaufen. Die Story ist gelogen. Die Story ist gelogen. Okay, fang an. Okay, meine Story ist tatsächlich gestern passiert. Mhm. Gestern Abend. Okay. Du weißt ja, ich bin mit dem Auto von meiner Mutter hier. Ja, das hast du erzählt, ja. Erzählt. Und es war ein bisschen dunkel gestern, ne? Ja, es war Nacht. Genau. Ja, es liegt daran, dass es nachts dunkel wird, ja. Ja, gut. War gelogen. ich habe noch nicht so lange meinen Führerschein, ne? Und ich fahre auch immer so in unregelmäßigen Abständen, so alle 3 Monate mal. Ja. Und ich kann gut fahren, würde ich sagen, aber ich kann nicht gut einparken. Ja. Und hier ist immer alles voll. Hier sind an beiden Straßenseiten alles geparkt. Ja. Okay? Hast du hier hochgeparkt? Nee, nicht hier, da drüben in der Straße. Ja, das hast du gestern sogar gesagt. Ja, hab ich gesagt. Und ich bin beim Rausfahren, also ich bin rückwärts eingeparkt, wollte wieder raus und habe vorne rechts komplett ein anderes Auto mitgenommen. Das ist also vorne hinten rechts meinst du? Nee, vorne am Kotflügel deiner Seite. Beim Rückwärtsfahren? Nee, beim vorwärts raus. Also ich bin rückwärts reingeparkt und bin vorwärts so rechts raus. Ja, also guck, wenn du hier... So? Nein, wenn ich so rausfahre, dann bin ich, habe ich vorne... Rechte Seite parken. Ja. Du kannst ja rechts und links fahren. Ja. Genau. Und dann bin ich vorne, das war halt ein Big Auto vor mir, so ein, keine Ahnung was, ein Range Rover oder so, dann bin ich halt... Mit dem Kotflügel so an der Seite. Hast du einen Zettel hinterlassen? Nee. Bist du einfach abgehauen? Ich bin abgehauen. Das war, ich glaube, man hat da jetzt auch nicht so viel gesehen, aber also mein Auto ist so ein bisschen. Das wäre saudumm, wenn das gestern erst passiert ist und erzählt das heute im Video. So ich habe das Tobi gestern erzählt, wir sind gestern gleichzeitig losgefahren. So dumm kann eigentlich keiner sein. Aber ich glaube, das stimmt. Nein? Nö. Okay, Edith, hau raus. Also, ich war ja 2017 in Thailand und habe da ein freiwilliges. Hab da ehrenamtlich gearbeitet. Ja. Und dann war ich. Kann man auch deinen Blog nachlesen, edithinthailand.com. Ja, den gibt's nicht, aber ja. Okay. Da bin ich schwimmen gegangen am Golf von Thailand, am Meer, zum ersten Mal nach 3 Wochen oder so. Und ich habe halt. Da war halt so ein riesiges Schild mit Danger, Danger. Ich habe halt auf gar nichts geachtet, bin einfach schwimmen gegangen. Ich war auch alleine mit Flipflops, hat so ein Schiffswrack.
Ein Schiffswrack? Oder ein Schiff. Nein, kein Schiff. Einfach nur am Meer schwimmen, Strand. Ach, ja. Ach, Schild. Ja. Da war ein Schild. Schild. Nee. Ich habe dabei gar nicht drauf geachtet, ich habe das erst im Nachhinein gesehen. Dann bin ich halt ins Wasser und dann kam da so eine riesen Welle irgendwie und hat mich halt gegen so einen Felsen geschleudert, der halt da mitten im Wasser, also im Meer so stand. Ne? Und an diesem Felsen waren halt so Seeigel dran, so richtig fette, dicke Seeigel. Ne? Und das sind nicht mal so mitteleuropäische Seeigel, sondern das sind wirklich so richtig exotische, fette Dinger. Mhm. Welche Farbe? Schwarz. Okay. Genau, und zusätzlich dazu war der Felsen, da steckten so ich sag mal das, so Muscheln drin, ne, die mit der Zeit halt, die ziemlich scharf waren, die waren so rasiermäßig scharf. Ne? Wie gesagt, hat es mich dagegen geschleudert und dann habe ich mir hier, an der Seite habe ich auch eine Narbe von, die kann ich dir jetzt leider nicht zeigen, mir hier die Hüfte aufgeschnitten. Und brauchst ich du einen weiterzählen, das stimmt. Okay. Das stimmt. Ja. Alles klar, Tobi, zurück zu dir. Was hast du für eine Story für mich? Meine Story, meine zweite Story handelt von folgendem. Ich war mit deinem Auto in Bayern, also mit der Kani. Gerade jetzt vor kurzem? Ja, ja, ja. Also das Auto ist hinten reingestellt, mit der Kani war ich in Bayern. Klar. Und in Bayern ist ja an sich viel Land und Feld und so ein Ja. Wir sind abends mit der Kani gegangen. Ja. Und es war halt schon 22 Uhr oder so, also es war noch minimal hell, du siehst noch was draußen. Ja. Und dann dachte ich halt, ich kann Akani frei laufen lassen, es war an der Landstraße und du kennst Akani, wenn er an der Leine ist, dann passt er bei Autos auf und sowas, aber wenn er nicht an der Leine ist, dann guckt er nicht links und rechts und wurde ja auch mal vom Roller, also von so einem Tretroller erwischt. Das ist komplett anders, es war keine Straße, der ist noch nie über die Straße einfach so gelaufen. Ich meine allgemein, dass er nicht aufpasst, wenn er frei läuft, meine ich. Ja, ja. Ja, und dann ist Akani abgehauen. Und ich weiß ja nicht, also ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er über die Landstraße gelaufen ist, da sind natürlich Autos gefahren, ist nicht zu viele, aber... Okay, was ist jetzt die Story, dass das nicht mein Hund ist? Nein, dass ich Akani verloren habe und der über die Landstraße gelaufen ist und das sehr gefährlich war für ihn. Aber du hast ihn ja wiedergefunden. Nee. Was ist das? Nein, also natürlich habe ich ihn wiedergefunden, aber trotzdem habe ich sie nicht gesagt, dass du nicht denkst, ich bin ein schlechter Hundefahrer. Okay, ich sag's dir, wie es ist, bei dir ist es andersrum. Wenn es passiert wäre, hättest du es mir schon längst gesagt, glaube ich. Dann hättest du, der hat mir immer so, what the fuck? War Kani so dumm, Alter. Du hättest dich ein bisschen aufgeregt und du wärst sehr sauer gewesen und das ist gelungen. Das war Spaß! Oh. Okay, Julius, zurück zu dir. Story über zwei. Okay, ich habe jetzt noch eine, die ist schon ein bisschen her. Mhm. Das war, glaube ich, in der 8. Klasse oder so, in der Schule. Ja, ja. Man hat hier immer so Klassenfahrten und wir waren in... Bei uns in der Schule gab es das nicht. Okay. Wir waren in so, das war in Deutschland schon noch, in so einem Hof oder so. Da, hast du sehr unauffällig gemacht, glaube ich. Nee, die Kamera war hier. Okay. Das war so eine Burg sozusagen, also so eine alte Burg. Und da konnte man halt rein. Süden von Deutschland? Keine Ahnung, was war. Wir sind so 2 Stunden mit Bus gefahren. Ich weiß nicht, wohin das Mann, 8. Klasse, da merkt man sich doch nicht, wo man hinfährt. Kommst du nochmal her? Aus Bielefeld. Bielefeld. Weißt nicht, wo die Klassenfahrt hingegangen ist. Ziemlich sus. Nein, das war so ein Biohof, das war keine Klassenfahrt, das war eine Übernachtung. Aha. Okay. Da haben wir so eine Nachtwanderung gemacht. Ja, ist auch egal. Gut, es geht darum, das war wie gesagt so ein Mini-Burg mit so einem Graben auch drumherum, also an der einen Seite. Und wir waren so irgendwie zu 6 oder so in so einem Zimmer und haben uns da irgendwie abends eingeschlossen. Keine Ahnung wie oder ob jemand, ich weiß nicht mehr genau, ob jemand draußen abgeschlossen hat oder drin. Auf jeden Fall war der Schlüssel weg und wir kamen nicht mehr raus. So, dann war Feueralarm. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein Test war oder ob es wirklich gebrannt hat. Auf jeden Fall mussten alle raus, obviously so. Und wir kamen halt nicht raus. Unsere Lehrerin stand noch vor der Tür, hat die ganze Zeit geschrien, kommt da raus. Wir kamen halt nicht raus, weil wir den Schlüssel nicht hatten. Die dachte aber, wir hätten den Schlüssel. Ja, und dann mussten wir halt irgendwie raus. Und es gab so ein Fenster bei uns. Das war jetzt auch nicht so groß, aber es ging. Und das war halt direkt über diesen Graben. Mhm. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die man hatte, sozusagen, war durch dieses Fenster raus in den Graben und dann sozusagen wegschwimmen. Ja, das war so... Brust hoch circa. Aha. Also gehen schwimmmäßig. Und dann sind wir da alle rausgegangen nacheinander. Ja. Und da waren aber so, es ist ja so steinig. Also es ging nicht so gerade runter, sondern so ja, schräg. Ja, genau. Und wir sind da alle. Mann! Und wir sind da alle raus und ich war der Vorletzte oder so, glaube ich, und ich bin da so gesprungen. Ich habe die anderen haben sich so ein bisschen abgeseilt, mäßig, bin einfach gesprungen. Abgeseilt, oder die hatten Seil dabei? Ja, so langsam halt runter. Und ich bin halt gesprungen. Du halbe Roman, das du erzählst. Und habe mir dabei meine komplette Wade aufgerissen. Es war alles blutig. So eine dumme Story kann man sich ausdenken, wie es war. Nö. Was? Was? Bro, Digga, der macht mit Nebencharakter Verschachtelung einen auf den. Bro, what the f***? Ja. Du bist zu gut im Lügen, what the f***? Okay, Elif, ja. Story Nummer 2. Story Nummer 2. Als ich so ungefähr 6-7 Jahre alt war, glaube ich, sind wir mit meinen Eltern nach Paris gefahren. und übers Wochenende, mein Bruder war damals, glaube ich, noch 1-2 Jahre alt oder so. Den ich kenne. Ja, den du kennst, ja.
Der war richtig, richtig klein damals noch. Der saß auch nur so in der Babyschale drin. Und der hat dann, der war dann neben mir und hat dann, so wie Kinder halt sind, er hat einen Lolli. Und der ist dann, den hat er dann aufgegessen und hat er nur noch das Stäbchen gehabt. Ja. Und dann hat er mit dem Stäbchen seiner Nase rumgefuchtelt halt irgendwie. Ne? Und dann habe ich ihm das halt so fest, also wollte ich ihm das aus der Nase, also ich wollte ihm das wegziehen, hat er dagegen gezogen. Dann hat mein Vater gebremst und ist ihm das halt komplett in die Nase rein und er hat mega, mega viel geblutet und seitdem hat mein Bruder dauernd Probleme mit Nasenbluten. Wir haben das mehrmals lasern lassen und weiß nicht, also der hat halt, ja, glaube ich, alle zwei Wochen mal richtig miesen Nasenbluten. Das ist eine Story aus dem Film, die ist also genommen. Nein, das stimmt wirklich. Oh, Alter. Hat der jetzt Angst vor Lollis? Weil wir waren mega oft beim Arzt und so. Das kann man ja, wenn so Adern platzen, kann man das ja so zulasern lassen. Ja, aber es hat nie geklappt. Also krass. Der hat seitdem immer Probleme mit Nasenbluten. Ihr habt echt gute Familie mit Nase und so, ne? Ja. Aber jetzt, Tobi. Okay. Back to you. Meine dritte und letzte Story. Aha. Mhm. Ja, du lügst mich den ganzen Tag einfach nur an, kann das sein? Aber du bist ultra schlecht da drin. Holy shit, bist du schlecht. Also ich glaube, wenn ich jemals gelogen hätte, hättest du schon gemerkt. Jedes Mal, wenn du lügst, machst du so mit deinen Augenbrauen. Also, ja, ich war in Bayern. Okay, also die nächste, also letzte Story ist. Ja, klar. Mhm. Also eigentlich ist es eine kurze, simple Story. Als ich mal bei Mr. Wash mit deinem Auto war, ich weiß nicht, bei Zollstock, da hast du ja nicht diese Schiene, wo du reinfahren musst, sondern so kleine Alu-Dinger, also diese hohen. Am Boden. Ja. Ja. Und da lohnt sich ja einer rein und so. Mhm. Und da habe ich einmal deine Felge mitgenommen. Es ist sehr schwer rauszufinden, weil da schon ein paar Kratzer dran sind. Ja, aber jeder, die schon zerkratzt hat, der damit gefahren ist. Ich glaube, das würdest du mir sagen. Also erzählt habe ich sie noch nicht, das kann ich sagen. Hm? Oh. Okay, ich kann ihm ja und nein fragen. Vorne rechts die Felge? Vorne links. Vorne links, okay. Ja, tolle Antwort, Tobi. Das Ding ist, du musst bedenken, die Felge... Ich bin gerade noch im Call, sorry. Achso, okay, ja. Nein. Also, da sind ja einfach... Also ich weiß nur, dass links diese Alu-Führung ist. Ja, das hätte ich gerade gemacht. Macht das Sinn, wenn du um die Kurve... Naja, egal wie nah du ranfährst... Ey, ich sag einfach, das stimmt. Das ist auch gelogen. Ich habe noch nie die Felge bei deinem Auto gekriegt. Echt nicht? Nee. Ich muss aber jeder Felge von dem Auto von ich mir. Nicht. Alright, Story Nummer 3. Story Nummer 3. Ich war, als ich 14 war, ich hatte eine Lehrerin damals, die hatte richtig lange einen Freund, meine Deutschlehrerin war das. Die hat sich dann aber zwei Wochen später geoutet, hat sich dann von ihrem Freund getrennt, hatte dann halt eine Freundin und eine Woche später haben sie sogar geheiratet, so, ne? Und das hat mir dann... So schnell. Ja, ja. Ziemlich sass. Ja, und das war richtig, richtig komisch. Also ich glaube, vielleicht war es auch eine Spanne von einem Monat oder so, weil wirklich, die waren zusammen, dann war sie getrennt, dann hat sie eine Freundin und dann haben sie geheiratet. Also es ging so mega schnell alles. Und ich war so 14, was weiß ich, war in der 8. Klasse oder so, glaube ich. Und dann hat sie im Unterricht davon erzählt und ich dachte halt, dass sie einen Witz macht, so, ne? Mhm. Und ich dachte, sie meint es halt nicht ernst. Mhm. Und dann musste ich halt voll lachen und hab halt, ja, keine Ahnung, und alle haben mich halt richtig komisch angeguckt und ich habe mich halt die ganze Zeit voll kaputt gelacht und sie hat mich dann halt, da habe ich einen Tadel bekommen und durfte eine Woche nicht zur Schule gehen, weil ich das Outing meiner Lehrerin ausgelacht habe. Stimmt nicht. Stimmt auch nicht. So was würde ich niemals machen. Ich wollte gerade sagen, Alter, du bist so über Political Correctness und alles und nee, immer gucken, dass du keinem auf den Fuß trittst. Nein, das will ich nicht machen. Alright, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich bin absolut gut darin, Leute beim Lügen zu ertappen, außer der Typ fängt auf einmal an, komplett Harry Potter Buch zu schreiben von mir. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, einen weiteren Teil davon sehen wollt, vielleicht mit anderen Leuten, YouTube und so weiter und so fort, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kein Gruß geht raus an TwinTV, von dem wir das Format nicht übernommen haben. Und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da heute Abend wieder streamen. Wird geil, wir sehen uns vorne rein. Ciao.